Campo Santo präsentiert. In Zusammenarbeit mit Panic Incorporated. Luda, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Ah, ich muss klicken. Ups. Sie ist ungefähr in deinem Alter. Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der Universität of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels ein Trinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Also, was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt. Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner ran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Wenn es so einfach wäre. Rucksack. Nehmen. Ich glaube, das ist mein Truck. Ich lad mal ab. Ihr seid schon ein gutes Jahr zusammen. Macht dich wahnsinnig. Wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in einer Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nicht sofort nichts zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Ihr entscheidet euch für den Beagle. Sie tauft ihn Bucket. Ihr nehmt den Schäferhund und nennt ihn Mayhem. Ja, wenn Julia sich in ihn verliebt. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Du auch. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 Uhr abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dumpfköpfe. Das wäre schön. Eines Tages, wozu die Eile? Das wäre schön. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Ah. Immer noch super, super warm hier. Sulfuray Frailhead. Do not forget to check in. No fireworks. Warning. Sulfuray Trail is not recommended for inexperienced hikers. You're in their country. Learn to live with bears. Bears? Yeah. Okay. Two Force Lookout. Ich glaube, da müssen wir hin. Thank you.
eine kleine Wanderung übernehmen. Unternehmen. 1980. Es ist Donnerstagabends und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an und macht dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, aber hatte offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du wirst sauer, du ignorierst sie. In dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen dich Schuldgefühle, weil du so wütend warst. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortet sie. Du nimmst es ihr immer noch ein wenig übel. Du machst Kaffee und gehst zur Arbeit. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie He-Man an. Du tänzelst herum wie ein Victoria's Secret Model. Julia hatte recht. Du siehst gut aus. Oh, zack. Wird schon langsam dunkel hier. Ach, es ist immer noch verdammt warm. Two Forks, Fire Lookout. Noch 13 Kilometer. Und dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Boah, die Sonne brennt immer noch. 1982. An Sommerabend geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Er tritt Bucket. Bu, ba, fa! Verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du solltest dich dem Angreifer entgegnen. Du polierst ihm die Fresse, du jagst ihn davon. Du greifst in deine Tasche, als hättest du eine Waffe und drohst, ihn umzulegen. Du schaffst es, euch allen drei Angst einzujagen. Er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird einen Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du überredest sie, das Angebot abzulehnen. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie soll sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt 3-mal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hat, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz
im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt vorerst, niemanden davon zu erzählen. Ah, verdammt, es ist schon echt dunkel geworden. Fragebuch. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einem Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich immer weiter. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2-wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann. In einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Luft. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Ein Hirsch. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Du verlässt nun öfters das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür. Du vertraust darauf, dass sie tiefenfest schläft. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Sheila an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über 1 Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst es zu verheimlichen. Erzählst es aber dann doch deiner Schwägerin Susan.
Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Muss auch klicken. Betritt den Feuerwachturm. Ah, nachts wird's doch schon kühl. Okay, dann weiß ich schon mal, wo meine Toilette ist. Was für eine Aussicht. Und dann halte den Strom ein. Hello, Two Forks Tower. Und Gerät nehmen. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Kontaktiere deine Vorgesetzte per Funk. Wie kann ich antworten? Linke Umschalttaste. Hallo? Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Du hast 3 Ehemänner umgebracht. Du rebellierst gegen deine Mutter. Zu Hause kann dich niemand leiden. Ah, dann machen wir doch das. Okay, you're probably just rebelling against a mom who wishes you had given her grandkids, by the sound of your voice, at least 15 years ago. You come out here and it really grinds her gears and you love it. Can I sleep now? Well, she also says I fuck immature men, but in my defense, who wouldn't want a 28-year-old with ambition and energy and some fire in his belly in bed? Me, I'm going now. Just a second, now it's my turn. Okay, good night, bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find him. Ich mach kurz mal Untertitel an, weil die waren leider nicht an. Es tut mir sehr leid. Man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Firewatch. Tag 1. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's, what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, fire. What the fuck? What is it? Nothing.
You use this to... Oh, fuck me! Begot language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Do you think you can handle that? Like, kick the shit out of him sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Convenient. That's one word for it.